Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen, coolen, kleinen Indie-Spiel. Und zwar ein Indie-Spiel aus Deutschland von einem deutschen Entwickler, ein Jungler's Talents. Ja, um was geht es in dem Spiel? Ich weiß noch gar nicht richtig viel. Ich weiß nur, dass wir eine Marionette spielen. Und das ist das, glaube ich, auch das Interessante und das Außergewöhnliche an der ganzen Geschichte. Eine kleine Marionette namens Abby, die aus dem Marionettentheater flüchtet. Ja, das ist auch schon alles, was ich weiß. Das wird ein bisschen sehr interessant, vor allem, weil wir an den Fäden hängen. Und mit so einem Fäden, glaube ich, gibt es das ein oder andere Problem mit Sicherheit. Kann ich mir gut vorstellen. Schon alleine, wenn ich irgendwo unter einer Brücke durchwollen würde. Was kann ich denn einstellen? Das schaut doch schon mal gut aus. Untertitel an. Ja, lassen wir mal an. Und das, denke ich, lassen wir auch an. Na dann. Starten wir mal. Der Mond scheint hell zu später Stund. Das Gasthaus ist voll. Aus einem ganz bestimmten Grund. Nach einem harten Tag bei Bier und Wein lässt sich jeder gerne auf Geschichten ein. Da, wo zu später Stunde ein warmes Feuer brennt, findet ihr mich, den man den Erzähler nennt. Ruhe, Ruhe, liebe Leute, ich weiß genau, was ihr jetzt hören wollt. Ich erzähle euch ein Märchen, und doch ist die Geschichte wahr. Von einem tapferen Mädchen, das den Kindern hier ganz ähnlich sah. Nun lauscht meiner Stimme und schaut her ins Licht. Begrüßt auf der Bühne die Heldin dieser Geschichte. Ihr Name war Abby. Auch das ärmste Dorf ist reich an Geschichten, kann ich euch einfachen Leuten beschwichtigen. Von diesem fällt mir leider nicht der Name ein, so könnte es genauso gut das eure sein. Okay, das ist also Abby. Und wir haben anscheinend einen Erzähler der Geschichte. Das Ganze geht irgendwie ein bisschen gleich los, so wie in der Puppenkiste. Da sind unsere Augsburger Puppenkiste. Da sind unsere Pferden. Sehr cool. Wir haben kein Gesicht, oder? Schaut nicht so aus. Okay. Das schaut echt cool aus. Ja, wie in meinem Marionettentheater. Sie verhält sich auch genauso wie eine Marionette. So schwabbelig, wobbelig. Okay, also wir können links und rechts gehen. Wir können springen. Und sonst ne, können wir erstmal noch gar nichts. Ah ja, wir können auch so nach vorne springen. Na dann, da können wir nicht weitergehen. Können wir jetzt da rausgehen? Wir haben das hier. Ist die Bühne. Wir verlassen jetzt einfach mal so die Bühne. Schaut so aus. Ah, guck, da hinten sind auch alles Marionetten. Die hängen auch alle an Fäden. Wie cool. Auch das Schwein. Auch das Schwein hängt am Fäden. Klar, logisch. Der Zirkus zog wie ein Zauber durch die Lande und hüllte unser Dorf in edle Gewande. Inmitten bunten Zirkustreiben möchte Abby sich euch zeigen. Hallo, ich bin Abby. Kann ich winken? Der winkt. Okay, meine Kiste. Halte R2, um Objekte zu ziehen und zu schieben. Okay. Ah, ich brauche die Kiste, um darüber zu kommen. Alles klar. Die Schweine hinten auch.
er hat kein Wort mit uns gesprochen. Süß, wie sie hochklettert. Yippie. Na dann. Das ist toll gemacht. Sehr detailliert. Und da hinten der Wald, die Tiefe, da hinten die Blätter, die ganz links da hinten runterfallen. Mit sehr viel Details und echt mit viel Liebe gemacht. Das Ganze war anscheinend ein Studentenprojekt irgendwie, was ich noch gelesen habe. Auch die kleinen Rauchwölkchen oder die kleinen Staubwölkchen, wenn sie geht. So, da muss ich jetzt wohl... Ein Frosch! Der Froschkönig! Guck, der Frosch hat den König, hat den Krone auf! Okay, da kann sie rüber balancieren, das geht. Das ist der Froschkönig! Komm! Oh! Naja, balancieren auf dem Seil ist dann nicht schwer genug, dann jonglieren wir halt noch mit dazu. Oh, und da ist er weg. Ich habe gedacht, jetzt kürzen wir ihn und kriegen den Prinz. Nix da. Krone ist auch weg. Ja. Und da steckt sie die Bälle wieder ein. Keiner redet mit uns. Na los, kleine Abby. Zeig uns mal, was du kannst. Ah, hier, guck. Das hatte ich vorher gemeint mit der Brücke. Es läuft ja dagegen und die Fäden. Hier. Bleiben natürlich hängen, klar. Cool. Okay, aber es scheint eben nachzugeben. Dadurch kommen wir, solange die Fäden nicht reißen, alles gut. Drücke R2, um Objekte mit Objekten zu interagieren. Okay. Ziele mit dem rechten Stick und drücke R2 zu werfen. Ah ja. Okay. Nicht schlecht. Das hat sie doch toll gemacht. Oder was meint ihr? Okay, wir können noch einen Ball nehmen. Das können wir so oft machen, wie wir wollen, oder? Da können wir auch hinwerfen. Nimmst du den mit? Ich habe jetzt mal Angst, dass die Fäden reißen. Doch war es nicht der Zufall, der Abby hergeleitet, aus dessen bloßer Laune zur Manege sich schreit. Das Schicksal hat sie zur Artistin bestimmt, die stets beschwipste Gesellschaft beschwingt. Okay, wir sind eine Artistin. Okay, klettern mal runter. Den Ball haben wir noch dabei, okay. Deswegen konnte er so gut jonglieren und so einfach ohne weiteres so mal über das Seil balancieren. Hoppala. Okay. Da sind unsere Zuschauer. Und da ist der Zirkus. Der Direktor kündigt sie hochtrabend an. Das Mädchen, das uns den Bären überwinden kann. Beim Fuß des Bären liegt mein Hut. Kann Abby ihn holen mit Geschick und Mut? Sie steht da und jongliert. Okay, den Ball nimmt sie. Kann ich den Ball auf ihn werfen? Hat ihn nicht so wirklich interessiert. Und ich glaube, da einfach vorbeigehen ist jetzt eine schlechte Idee, oder? Komme ich da oben ran? In das Seil? Nee. Schwinge an dem Seil, um was. Springe an den Seil, um zu schwingen. Hier kann ich hoch und runter klettern? Ja. Yippie! Oh!
Hoppala. Was sind das? Äpfel, oder? Was ist denn das für einer da hinten mit diesem riesigen Typ da mit den Hörnern? Da. Fein gemacht. So weit so gut. Jetzt nur nicht aufgeben. Gleich hast du den Hut. Warte, wir werfen mal über sie weg. Oh. Ja, das war nicht so gut. Dann. Jetzt halt. Komm, geh zum Apfel. Yes. Die phänomenale Abby hat es fantastisch gemacht, schwärmt der Direktor und tätschelt sie sagt. Doch genug von Abby, liebe Leute. Das war ihre letzte Vorstellung heute. Doch fernab beseelter Zuschaueraugen möchte Abby das Leben nicht recht taugen. Fein gemacht. Herrliche Kühe. Was? Spricht der Direktor und schließt die Tür. Arme Abby. Tag und Nacht hält man sie fest. Das Leben im Käfig gibt ihr den Rest. Zwar sind Speis und Trank ihr stets gewiss, doch schmerzlich sie die Welt vermisst. Doch siehe da, zwei Ratten zeigen Herz, bringen Äpfel zu lindern ihren Schmerz. Wir sind im Käfig eingesperrt? Danke. Was? Geht's noch? Warte mal, kann ich den da rüberwerfen und dann kommt der Bär und befreit uns? Ups. Der Lärm schallt in des Direktors Ohr. Er stapft herein. Was geht hier vor? Der hat den Schlüssel am Bund, Direktor. Da kommen sie wieder, die Ratten. So, noch ein Apfel. Komm. Danke. Dankeschön. Kann ich den... Da, ich mache ein Feuer. Ich war es nicht, der Bär war es. Abby hat es satt, nur Stunden um Stunden am Traum sich zu laben. Die Welt zu erkunden. Wer begnügt sich schon gerne mit einem kleinen Käfig, wenn es ganze Länder zu entdecken gibt? Wir haben die Schlüssel. Das war jetzt ein Reflex, weil ich mir dachte, oh, guck mal, der Schlüssel ist so nah. Um des leisen Schrittes wohlbedacht, schleicht sie sich aus des Direktors Acht. Ich nehme den Bären mit. Armer Urs verbringt sein Bärenleben hinter Gitterstäben. Grauenvolle Bestie, wohl kaum. Ein alter Freund mit gleichem Traum. Siehst du, tut uns nichts. Komm, wir gehen gemeinsam jetzt auf Reisen. Komm, Bär. Komm her. Aber... Abby, siehst merkst du nicht, dass deine Fäden im Weg sind? Das habe ich mit Brücke gemeint. Bleib mal da stehen, kann ich auf dich rauf? Nur mit Hilfe von wahren Freunden wird Wirklichkeit aus deinen Träumen. Ach, verflucht! Hoffentlich hat das keiner gehört. Helf mal! Hilfe! Hilf! Bär, hilf! Ich komme über dieses blöde Ding da unten nicht rüber, ne? Okay. Man glatt über sich hinauswachsen. Der Bär schiebt auch.
Gelohnt haben sich die Mühen. Urs und Abby können fliegen. Doch was ist das? Der Direktor? Sie wird bedenken. Schnell! Oh Gott, der Bär ist runtergehupft. Warum? Seinem treuen Herze verschrieben, ist Urs an Ort und Stelle geblieben. Abbys Wohl stellt er über das seine und brummt gütig: Auf geht's, meine Kleine. Ui, der wäre ein guter Gefährt gewesen. Kann ich da einfach runterspringen? Oder? Ich bin eine Marionette, mir kann nichts passieren, oder? Rasch nun, Abby. Laufe geschwind. Kein Blick mehr zurück. Die Reise beginnt. Ach, wie cool. Wenn ich unterm Springen versuche zu... Also unterm Fallen versuche zu springen, dann hält sie sich an ihren Fäden fest und verlangsamt so mit den Fall. Das wird jetzt aber flott hier. Bloß weg. Oh, jetzt sind wir wieder auf der Bühne. Akt 2. Eine neue Welt. Meine Welt zeigt Abby ihre schmeichelndste Seite. Bunte Blüten in Augen verzaubernder Weite. Im Wind wiegende Gräser, die leis klingend summen, als hinter Abby die zweifelnden Stimmen verstummen. Okay. Jetzt gehen wir wieder runter von der Bühne. Wieder raus in unsere Welt. Wie cool. So. Ist toll gemacht. Ja, auch das Licht und alles in die Bäume. Es ist echt cool. Ich liebe Indie-Spiele. Ein Spross um Spross und Stein um Steine. Frei vom Zwang und von der Leine. Der Abendhimmel trägt feinste Farben und übermalt Abbys Sorgen und Klagen. Ein Getreidefeld. Nur nicht am Baum hängen bleiben. Kann ich da? Ne. Schön. Sonnenstrahlen von wohliger Wärme laden sie ein in farbfrohe Ferne. Die Schönheit der Welt auf dem Silbertablett lacht Abby entgegen, so süß und kokett. Okay, ne? Da ist ein Bauer und seine Kuh, der die Kuh treibt die Windmühle an. Hallo, Bauer. Okay, die Kuh will nicht, wie es ausschaut. Die Mühle ist kein Riese, der wütend dir den Weg versperrt und zähnefletschend schreit. Still steht sie auf der Wiese. Mit deinen Fäden kommst du trotzdem nicht an ihr vorbei. Oh Gott. Okay, da kann man noch vorbei. Da können wir irgendwas machen. Okay. Wasserpumpen, okay. Das bringt jetzt nicht so viel. Wir müssen das Wasser wohl... darüber leiten, damit die Kuh Wasser kriegt und dann dahin läuft, nehme ich mal an. Schau nur, Abby. Die arme Kuh scheint sehr durstig zu sein. Sag ich doch. Du hast doch so ein großes Herz für Mensch und Tier. Gib der Kuh was zu trinken, dann hilft sie auch dir. Na, ah, wir waren so heftig. Ah, doch, es hat geklappt. Bravo. Abby lässt die Mühle einfach im Winde stehen und ihre Flügel einsame Runden drehen. Okay, die Kuh hat was zu trinken. Die Mühle hat sich gedreht, wir kommen vorbei. Oder? Ja, wir kommen vorbei. Da kommt der Bauer oder der Mühler. Müller. Oh, die Schmetterlinge. Oh, schön. Okay.
Das schaut hier ziemlich kahl aus, ne? Kleinen Bäumchen hier, die großen hier hinten. Cool, wie sie wieder rausgeht. Coole Musik. Aber hier scheint irgendwas vorgefallen zu sein, ne? Oh nein! Nein. Kleine Abby, du bist zwar naiv, doch selbst wenn du stolperst, fällst du nicht. Dass sie zurückgezogen worden ist. Leute, ich nehme Anlauf. Unsere Abby hält inne am rauschenden Fluss, über den sie wohl über Insel hinüber ist. Okay, das könnte schwierig werden. Möchte was mitnehmen? Jetzt, meine Kleine, helfe ich dir wieder auf die Beine. Okay, aber das bringt ja noch nicht viel, ne? Gibt's da noch mehr Bretter? Nee. Okay, dann springen wir mal. Hopp. So, und jetzt? Ich würde sagen, das bringt uns nichts. Übertrat ihre Grenze, sprang ein Stück zu weit. Ich helfe dir zurück, trotz deiner Torheit. Muss ich auf den Stein im Wasser hier? Diesen kleinen Stein? Kann das sein? Das Brett kann ich ja nicht mehr. Nein! Oh. Im Fall des Falles stehe ich dir bei. Diese Fäden. Der Erzähler ist gleich der Puppenspieler? Warum springst du denn nicht, Abby? Abby! Stell dich nicht ungeschickter an als du. Ja, genau. Nee, das bringt nichts. Komm, Abby, ich helfe dir. Noch einmal. Wir brauchen noch mehr Bretter, Leute. Das eine Brett bringt uns nichts. Aber da war doch nichts mehr. Hier. Oh, shit. Sei nicht so unvorsichtig, Abby. Was sollen nur die Leute von dir denken? Ja, eben. Ja, das war klar. Viel zu früh gesprungen. Langsam gehen die hier echt die Reime aus. Das glaube ich dir. Jetzt hat. Warte mal, kann ich das jetzt wieder mitnehmen? Ah ja, sehr cool. Weiß ich wohl zu helfen, die raffinierte Kleine. Wo keine Brücke ist, erbaut sie eben eine. Das nimmt sie jetzt nicht mehr, ne? Nee, den nimmt sie nicht mit. Doch, nimmt sie. Ja, aber das treibt jetzt weg. Wenn ich das da reinwirft, das treibt weg. Das ist Furt. Garantiert. Das bleibt nicht stehen. Ups. Spring nur und vertraue mir blind. Ich pass auf dich auf, mein Kind. Das heißt, ich soll jetzt einfach in den Fluss springen? Na gut, er hat gesagt, er hilft uns. Siehst du, auf mich ist Verlass.
Okay. Das ist nett von ihm. Okay, Leute. Ich sag dann schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die erste kurze, knappe halbe Stunde. Die Jägershütte, ein fahler Lichtstreif, der wohl Sicherheit birgt. Und du, kleine Abby, die seine schützende Güte umwirbt. Okay, Leute, ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ein super cooles Spiel. Das ist echt toll gemacht. Die Idee mit der Marionette ist wahnsinnig cool. Und ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Hier auf Busanusma, wenn es weitergeht, wie Abby hier ihre Abenteuer erlebt und vor allem, wo das alles noch hinführt. Ich bin gespannt. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.